Umstellung der Flugpläne dauert noch ein bisschen. Aber heute Morgen gab es im Deutschen Bundestag auch eine wichtige Debatte über die gesamte Frage des Afghanistan-Einsatzes. Damit verbunden die Frage, ist die Bundeswehr gut ausgestattet, verfügt sie über die richtigen Instrumente? Was ist eigentlich der Auftrag des deutschen Heers in zunehmenden Auslandsangelegenheiten? Und wo wollen wir auf Dauer auch Frieden- und Sicherheitspolitik eben nicht nur militärisch, sondern zunehmend mit den zivilgesellschaftlichen Möglichkeiten, die uns an der Hand sind, auch beantworten? Und weil Sigmar Gabriel heute Morgen dazu auch im Bundestag sein musste, hat sich das etwas verzögert. Dass es zu dieser Veranstaltung kommt, können wir demjenigen verdanken, der auch als Landtagskandidat jetzt mit ins Rennen geht. Der amtierende Regierungspräsident Jürgen Bissow hat die Verantwortung übernommen. Sie werden ihn alle, die Sie hier in der Nähe oder in der Umgebung wohnen, auf den Plakaten wiedererkennen. Und ich kann Ihnen nur sagen, gehen Sie hin, schauen Sie sich die Veranstaltungen an. Ebenso von unseren weiteren Landtagskandidaten. Düsseldorf stellt insgesamt in allen 4 Wahlkreisen Kandidaten auf. Jürgen Bissow ist für den unteren Teil zuständig. Karl-Heinz Krems für den gesamten Bereich Geresheim, Eller, was den Ostteil der Stadt angeht. Im HGZ ganz oben hoch im Norden kandidiert doch von anderen Mitgliedstaaten. Unser vierter Kandidat lässt sich für heute entschuldigen, weil die Terminfülle einfach manche Überschneidungen nicht mehr zusagt. Möchte Sie aber alle sehr ermutigen, sich das Programm, die Personen, die Kandidaten genau anzuschauen und wirklich zu sehen, dass wir mehr zu bieten haben als 4 Köpfe, sondern 4 exklusiv gute Inhalte. Wenn wir jetzt heute darüber reden, dass wir Sigmar Gabriel gleich zu Gast haben als SPD, dann darf man ganz ehrlich auch sagen, wer hätte vor knapp einem halben Jahr noch einen Euro darauf verwettet, dass die SPD nach der verlorenen Bundestagswahl die Kurve bekommt und auch wieder ganz vorne mit im Parteienspektrum zu finden ist? Und ich glaube auch, wenn wir diese Wette hier in diesem Saal gemacht hätten, wäre das nicht unbedingt die Mehrheit gewesen, die gesagt hätten, der Erneuerungsprozess geht schnell und zügig voran. Aber dass es eben so ist, das können wir demjenigen verdanken, den wir jetzt als Parteivorsitzenden eingeladen haben und der gleich zu uns auch sprechen wird. Denn wir stellen heute relativ nüchtern auch fest, dass weder die zwar gewählte, aber heute von den wenigsten gewünschte Bundesregierung in der Lage ist, einen sogenannten Fahrplan Bundesrepublik Deutschland zu entwickeln. Noch ist die gleiche Parteienkonstellation in Nordrhein-Westfalen in der Lage, eine positive Bilanz ihrer vergangenen 5 Jahre vorzulegen. Von Perspektiven mag man gar nicht sprechen, wenn man das Wahlprogramm in die Hand nimmt. In der vergangenen Woche konnten wir dann nachlesen, aufgrund des Vulkanausbruches, dass auch die Kanzlerin nicht mehr rechtzeitig nach Deutschland zurückkehren konnte. Aber es hat sie auch niemand vermisst. Sie hat nirgendwo gefehlt. Und es wurde auch nirgendwo festgestellt, dass nichts entschieden werden konnte, weil sie nicht da war. Und auch die Frage, brauchen wir einen Vizekanzler Westerwelle? All diese Fragen kann man nur mit Nein beantworten. Denn auch wenn sie hier ist, sagt sie uns nichts. Und das ist im Moment das Vakuum, was wir in der deutschen Politik im Bund und im Land Nordrhein-Westfalen feststellen. Wir befinden uns sozusagen in einem führungslosen Land. Und deshalb ist auch die nordrhein-westfälische Landtagswahl nicht irgendeine Landtagswahl. Als Nordrhein-Westfalen sind wir besonders stolz und sagen immer, wir sind das Herz auf der Republik. Aber wir wissen, dass eben mit dieser nordrhein-westfälischen Landtagswahl mehr verbunden ist. Weil es eben auch um eine Bundesratsmehrheit für CDU und FDP oder aber für die Oppositionsparteien geht. Und damit stellen sich Fragen wie Steuerentlastungen für Reiche und mehr Steueraufkommen für niedrigere Einkommen, die Frage von Kopfpauschale, ganz neu im Lichte dieser nordrhein-westfälischen Landtagswahl. Sie ist damit eine Schicksalswahl für Deutschland.